sind hier bei Du und deine Lines, Digga! Digga, wir haben es einfach nach Bielefeld geschafft. Gibt's ja gar nicht, Alter. Hey, und wir haben richtige Maschinen auf jeden Fall am Start. Und zwar zwei richtige MCs. Dieses Battle könnte genauso gut auch on-beat stattfinden und es wäre immer noch richtig Feier. Auf meiner linken Seite, sensible Menschen gehen jetzt lieber straight home. Denn, Digga, das ist der personifizierte Menschenhass in Form von Jay Stone. Auf der gegenüberliegenden Seite. Präsenz immer komplett am Start, Energie, Stimmgewalt mächtig wie Thors Vater, Straight Outta Berlin, macht Lärm für Morgana! An dieser Seite geht das Battle auch los und ich will eure komplette verfickte Energie. Wenn die Line scheppern, dann rastet aus, okay? Stabil, erste Runde, Morgana. Also erstmal, bevor wir anfangen, du bist die feigeste Nutte. Dicker, du und deine Crew sind peinlich. Ihr steht einfach vor der Location und pumpt eure eigene Mucke. Okay, ich leg mal los. Fuck, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Dabei hab ich hier vor 2 Jahren mein letztes Battle gegeben. Ich zerfetzte die Onbeat-Szene mit technischen Schlägen und bringe Energie, die dem Smack mit einer Brechstange ähnelt. Ihr habt ihr hier jetzt einen Champ? Bruder, lässige Geste, doch dieser Werwolf hat Hunger. Junge, ich fletsche die Zähne. Ihr habt den Battle-Differenzen, ich fresh Rapper-Existenzen und bin back. Um so den Most hättet die Fresse zu zertreten, Dudel, was geht? Yeah! Ich bin in Battle-Laune. Yeah. Letztes A Cappella ist bisschen her. Aber warte mal, wer ist das? Das ist Joel Steiner. Seine Mutter legte damals schon Kopfhörer auf ihren schwangeren Bauch und ließ den kleinen Joel tagtäglich 2 Stunden King Orgasmus One hören. Dann kam halt so ein Chewbacca aus hier raus. So creepte der kleine Joel durch die Karlsruher Straßen und übte sich im Hartsein und prolligem Slang. Eines Tages entdeckte er auf YouTube einen Meilenstein. Das Soziopath-Album von Hollywood Hank. Ohne Spaß, du bist ein Karlsruher Obdachloser, der sich im Ghetto verrennt. Du bist der stinkendste Asi im Raum. Aber ich hab schon mal bei Gero gepennt. Du fandest mit deiner Musik schnell Gleichgesinnte. Most Hated, oder sorry, Red Flag Music heißt der jetzt. Man sieht die Jungs mit ihrer Müllmusik auf den Rapsport pissen. Ihr seid alle so kleine Teenies, die sich ein Wichsen auf Drogenkonsum und Edgelord-Witze. Ihr redet von Rapen, Fitner und das nicht gerade sparsam. Jaystone so Hitler und Flashus Christus so boah, ja Mann. Ich hab alle deine Battles gesehen und Dicker, das war geistig so heftiger Sturz. Du bewegst dich einfach wie so eine zu groß geratene Actionfigur. Heute rappst du safe wieder so. Ich komm mit Red Flag und wir vergewaltigen deine minderjährige Schwester auf der Darmtoilette. Jay Stone, mein deutscher Kartoffelpimmel ist so fett, ich nenne ihn die Samenkrokette. Oder auch auf anderen Tracks rappst du so dummen Mist. Ich kenne Obdachlose, die andere Leute für Essen verprügeln. Flashus Christus, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Dicker, gegen Rolling G waren deine Lines ekelhafter als ein verdorbener Cheeseburger. Papi Schlauch hat das gehostet, aber sah dabei eher aus wie ein überforderter Streetworker. So viel Behinderung gebündelt an einem Ort. Ich dachte, ich würde das Battle für Charity gucken. 4Seven hat das gesehen und wollte dich direkt für seine neue Formatidee, Big Similarity, booken. Yeah! Auch auf Facebook bist du der Systemkiller mit dem Wehrmachtspublikum. Aufgrund von Gewalt wird dieses Battle heute abgebrochen wie ein Lehramtsstudium. Ja, Joel, 99 meinte in eurem Battle, du wolltest mal Teacher werden. Du, als Lehrer, ich lache mich weg. Guten Morgen, Kinder, mein Name ist Herr Steiner. Ich bin euer Hauswirtschaftslehrer. Heute backen wir Crack. Die Symbiose zwischen Lehrer und Schüler. Eine Beziehung, die sich über Expertise und Welpenschutz bindet. Ach, scheiß drauf, Jaystone freestylt seinen Unterricht und zeigt den Kids, wie man auf 6 Pappen den Kältebus findet. Stell dir mal vor, Joel, Deutschlehrer sein, du hast doch ein Fable fürs Texten. Oder Musiklehrer, da könntest du jeden Morgen mit den Kindern nicht boxen, Michael Jackson von Favorite rappen. Oder wenn die Kinder so eine Zusatzstunde haben, wo sie über ihre spätere Berufswahl sprechen. Ich meine, da hast du ja mega die Ahnung. Nicht nur, dass du jedes Arbeitsamt in Deutschland in- und auswendig kennst, du kannst ja auch deine Jungs von Red Flag einladen. So als lebende Warnung. Yeah. Safe, pass mal jetzt auf. Jetzt mal ernsthaft, Joel. Safe wirst du heute wieder alle meine weiblichen Kontakte gegen ihren Willen ficken, du leichtsinniger Dummhaufen. Ja, du wirst meine Mutter in 5-fachen Nomenreim vergewaltigen. Aber nach der Klatsche heute bist du Rolling G-Stone und sprichst nur noch in einsilbigen Umlauten. Und ja, du wirst safe vorkontern, dass du ja jetzt clean bist, dass der Junkie-Engel ausgelutscht ist und dass keine dieser Lines dich trifft. Als ob ich heute Lines über Drogen rappe. Aber das wird definitiv besser für dich als das, was du gleich in Runde 2 und 3 abkriegst. Zeit! Yeah!
Fata Morgana, erste Runde, Jay Stone. Ey, deine Ollen haben da halt Bock drauf. Ich bin nun mal ein Junge mit Hygiene. Im Gegensatz zu dir, Alter, putz dir mal die Zähne. Es ist Jason von Red Black Music und ich muss jetzt gegen Morgana battlen. Hat mich ja so hardcore überrascht. Ey, ich hab so Bock auf dieses Battle, als Chief meinte, A Cappella gegen Morgana, sagte ich sogar, ja, okay, ich mach's. Du bist der typische Klischee-Mensch, den man in dieser A Cappella-Rap-Szene so feiert. Du hast eine einigermaßen stabile Statur und weil du wie ich keinen Plan hast, was Delivery sein soll, gehst einfach nah an deine Gegner an, gibst die Lines einfach mit heftigem Geschrei ab. Aber ich bin alte Schule. Ich battle auf eine von harten Punchlines lebende Art. Die Intimrasur an der Fotze deiner Mutter sieht aus wie dein Seeräuberbart. Wenn ich sie fick, macht sie Geräusche, als drückten die Taliban gerade den Sprengstoff einem weiteren Esel in den Arsch. Und wenn ich mit dir fertig bin, liegt sie elendig da in der Area 51 neben irgendeiner Alien-Art. Wie meine Ex-Freundinnen. Ja, Mann, in diesem Battle wirst du richtig hart gefickt und hast danach Traumata. Wie meine Ex-Freundinnen. Wenn ich sag, deine Ex-Freundinnen hören mich beim Ficken, ist das zweideutig gemeint. Weil ich den Schlachtruf brülle, ramm ich den Steifen in sie rein. Du peilst es dich, du weißt, wie es damals war und fragst dich, warum geben die Damen bei diesem Hate-Rapper? Denn immer wenn du früher ficken wolltest, waren sie an dem Tag angeschlagen, wie die World Trade Center, Morgana Bin Laden. Doch ich muss sagen, dass ich die Szene mal wieder enttäuschen muss. Denn ich bin nicht so ein Woke-Bubble-Spasti-Studenten-Fan. Ich fick Mutter, schock damit und hab lieber ein ehrliches, boah, als ein aus Anstand gefaktes. Darüber hinaus blende ich nicht mit maßlosem Overacting die Leute mit meinen Standardlines. Deine ganzen Zeilen sind inhaltlich Langeweile, Phrasenbrei, die Leute schlafen ein. Und um das zu verhindern, bist du hart am Schreien. Wie behindert kann man sein? Die Crowd fällt auf das herein. Euch geht's nicht um harte Rhymes, ihr seid keine Battle-Rap-Fans, verpisst euch ins Theater rein. Ganz allein, weil ich einer der wenigen bin, die noch harte Punchlines bringen, wurde ich schon in Fachkreisen als der Necro des Battle Raps bezeichnet. Du bist nur ein weiterer, der auf dem Flyer immer dabei ist, über den die Leute höchstens sagen, ja, der heißt Morgana und bringt meistens ein paar gute Lines mit. Digga, wie krass du rausstichst, Respekt. Doch weißt du, warum ich auf diese Wannabe-Hip-Hop-Szene fick? Ich werd von Kennern mit Necro verglichen und die meisten Rap-Fans, die hier zuschauen, wissen nicht mal, wer das ist. Time! Yeah! Bielefeld, haben wir ein Battle? Zweite Runde, Morgana. Du Pädagogikstudent, wie geht man bitte mit so einem Möchtegern um? Du hast deine dich liebende Mutter, aber dich zieht halt Rap und die Straße an. Deswegen verfluchst du den goldenen Löffel in deinen Mund. Eine Frau, die für ihn garantiert für alles bereit war. Aber ab einem bestimmten Punkt haben dich irgendwelche Junkie-Opfer von der Gosse etwas zu sehr vereinnahmt. Du willst halt der Assi sein, nimmst Drogen, dabei hast du alles gehabt. Hast deine Therapie nur für Mama gemacht. Erzählst stolz, du bist jetzt clean, obwohl dein Vater dich rausschmiss. Gleichzeitig postest du in jedem neuen Song mit der Straße und Rauschgift. Sind wir doch mal ehrlich, es verfolgt dich doch selber. Studierst jetzt irgendwas für Pädagogik, nur für den Stolz deiner Eltern. Deine Mutter wollte nur das Beste für dich, aber Rap hat sich in dich gepflanzt wie ein Geschwür. Ray Jason will über die Straße rappen, während seine Mutter will, dass er Lehrer wird. Und insgeheim hast du sie dafür. Deswegen rappst du nur aus Rebellion irgendwas von Gewalt und der fetten Wumme. Dicker auf Events bist du voll der zurückhaltende und nette Junge. Und dann auch noch diese Ambivalenz. Du betonst immer wieder, dass du kein Junkie mehr bist. Aber was daran wahnwitzig ist, du schreibst Track nach Track über Drogenmissbrauch, Rape-Fantasien und machst deine auf Hater der Bullen. Wenn man dich fragt, warum du das als gut erzogener Junge, der eigentlich da jetzt drogenfrei ist, tust, dann sagst du, die Fans sind schuld, die wollen das hören. Und so wird immer wieder die Drogenkarte auf jedem Track gepult. Wenn man dich fragt, warum, die Fans sind schuld. Ich kann keine neue Mucke ausprobieren, die Fans sind schuld. Ich bin clean, aber rap immer noch übers Drogendealen, die Fans sind schuld. Eigentlich bin ich eine verwöhnte Anfang 20-jährige Göre, aber rap über Vergewaltigung und Sans, aber sehe immer noch nicht ein, dass ich so niemals künstlerisch einen Mehrwert schaffen kann. Aber die Fans. Bro, ist okay. Anscheinend bist du halt von der Unterwelt und Rape geturnt. Safe trifft Zay sich heimlich immer noch mit Jungs und es wird das Haze geburnt. Aber wenn dann ein Hörer von euch mit einer Überdosis in der Gosse liegt, vom Age zerstört, sagst du safe, die Fans sind schuld. Warum hat der auch mein Tape gehört? Unser kleiner Joel, der dann so einen Mist rappt auf Tracks. Auf der Straße ist es kalt und es gibt kein Gesetz. Bruder, das hast du so geschrieben und aufgenommen. Jason, deine Mutter hat angerufen. Die weiß, dass die Straße kalt ist. Die will, dass du nach Hause kommst. Jay Stone und Red Flag, wir brechen deinen Kiefer und sind todessick. Ey, du weißt, ich fick deutschen Rap und bin, wenn auf dem Logensitz sei. Ohne Witz, deine Freundin wird totgefickt. Ich bin sowas wie Obelix für Drogenkids. Stopp, 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 stopp. Was für ein hohler Mist. Wie fühlst du dich damit, wenn du so eine Strophe kickst? Du wünschst dir, du wirst mit sowas bald groß im Biss. Deine Mutter wünscht sich einfach nur ihren alten Sohn zurück.
Ich bin auch nicht das größte Unschuldslamm, was schwarzen Humor betrifft. Und hab früher auf jeden auf meinen Tracks blutig geklatscht. Aber ich schwöre, eure Kackmusik sprengt echt jede Grenze des guten Geschmacks. Ich meine, ihr sagt, Hure zu Frauen. Was eine miese Idee. Ihr gebt mir so Vibes von Kuchen-TV mit den 14-jährigen Mädchen auf den Videodates. Oder auf dem Track alles raucht, sagst du, das Schlimmste, wenn die Bullen vor mir rumstehen und mich ankotzen mit ihrem Geschwätz, ist, wenn besagter Bulle auch noch eine Fotze ist. Karlsruhe. Karlsruhe. Jason Hartz in seiner Junkie-Wohnung. Plötzlich stürmen Polizisten durch die Tür und schon rennt er, unser Quasimodo. Durch das Fenster in den Hinterhof, im Nacken die Bullerei. Sein Puls ersteigt und unser Fettsack Joel merkt langsam, wie seine Lunge streikt. Er wird panischer und panischer und da keucht wie ein kleines Häufchen elend. Im Hintergrund das Schreien und das Heulen der Sirenen. Sie kommen immer näher, er hört das Klick, Klack, Zücken der Pistolen. Doch bevor er zu Ende denken kann, zack, knüppeln sie ihn zu Boden. Und dann liegt er da, auf den Karlsruher Straßen, zwischen Kleingeld und Fixbesteck, voller Hämatome und mit roten Spritzer befleckt. Plötzlich beugt sich die leitende Kommissarin zu ihm runter und flüstert in sein Ohr. Tja, Herr Steiner, wie liegt es sich so im Dreck der Gosse? Auf der Straße ist es kalt und es gibt ein Gesetz. Du Muttersöhnchen, wer ist jetzt die Fotze? Yeah! Was los, mach Lärm für die Runde! Yeah! Zweite Runde auch für Jay Stone. Ey, du frontest mich damit, dass ich nett bin, au Mann. Und nennst mich Fettsack, Digga, dann schnell mal aufs Laufband. Aufgrund meiner Vergangenheit und Schicksalsschlägen mache ich die Musik, die ich mache. Ja, es stimmt, meine Fans sind meistens die mit der Klatsche, dem Speed in der Tasche und ziehen auch mal Waffe. Von Dealern, Gangstern, heißen Goth-Bitches bis hin zu den Junkies ohne jeglichen Zähnen. Aber Digga, habt ihr schon mal JBB-Fans gesehen? Digga, ich bin 2000 geboren, ich war auch mal mit 13 Jahren SpongeBob am Hypen. Aber du hast zu einem Zeitraum da mitgemacht, da hat man sich schon zum fünften Mal gedacht, ach komm, schon nicht noch so eine Scheiße. Das hieß da ja nicht mal mehr so. Das war dann das Octagon-Battle und die Kriterien, da reinzukommen, sind einfach stark. Julians Blog sagt im Ankündigungsvideo, original, ich zitiere, euer Video, ob ihr gut flowen könnt oder gute Reime habt, ist scheißegal. Wow, Alter, da kannst du dich ja richtig feiern, es da reingeschafft zu haben. Es gab sogar, wenn man da gewinnt, satte 400 Euro Preisgeld abzugrasen. Das ist ja fast ein Hartz-IV-Gehalt oder eine Fettgage. Du armer Mann, das geht echt nicht. Doch sowieso kein Geld der Welt hat den Wert für einen lebenslangen Du warst beim JBB-Stempel. Ja! Und mit dem Engel packt dich J-Stone in deinen Leichensack. Sein Top-Kommentar unter seinem Quali-Video lautet Real Talk, er hat sich safe beim Recorden eingekackt. In dem Video steht er in der leeren Schwimmhalle und will mit verstellter Stimme für den Wiedererkennungswert rappen. Aber jeder hört sich die lächerlich gepresste Stimmscheiße an und denkt sich, dreh das mal lieber in einem Klärbecken. Digga, warum machst du das? Ich weiß doch, wie du klingst beim Sprechen. Doch deine Rap-Stimme ist so aufgesetzt, das raffen sogar die Pisser in dem Kinderbattle. Der Scheiß hat dir nichts gebracht. Dieser ewige Stempel zerstört dein Gesicht. Ein Jahr lang bei Julian und seinen Kinderfans für Reichweite lutschen, für gerade mal so viel monatliche Hörer wie ich. Und wer hier hört dich? Und damit du für die Kinder da herausstichst, erschufst du eine Rap-Stimme wie ein Gorilla nach einem Maulfick. Meine Fans nehmen Rauschgift, doch sehen ihren Lieblingsrapper gerade langzeitabstinent am Abreißen und wieder gut machen, was er damals gemacht hat. Deine Fans mobben sich in der Sportumkleide, wenn jemand noch keine Haare am Sack hat. Lieber schauen meine Fans zu jemandem auf, der aus dem Dreck kam, von diesem erzählt und zeigt, es geht auch ohne, als dass deine Fans, wenn mit verstellter Stimme feiern, für ein Hype-Turnier verbogen, der heißt wie eine League of Legends-Hexe. Und weil die nicht feiern und älter werden, ist, dass sie dich feiern, mit der Zeit dann auch verflogen. Time. Yeah! Schöne Runde von J-Stone. Seid ihr bereit für das Finale? Yeah! Dritte Runde, Morgana. Du frottest mich mit Gorillastimme? Jetzt echt, du Lappen? Dicker, du siehst aus wie Caesar aus Planet der Affen. Okay. Beim Battle Rap Taxi droppst du, ich fänd's voll geil, meine Frau zu battlen, weil das voll einfach ist. Junge, gerade einmal Lucky Lily oder Basie, die machen dich zur kleinen Bitch. Da nimmt voll einer den Mund zu voll. Mach mal kein Beef. Du hast Basie geschrieben, dass sie deine Traumfrau ist? Sie denkt sich, was für ein Creep. Im Interview mit Rolling G sagst du dann, ja, also nochmal. Im Interview mit Rolling G sagst du dann, also ich habe ja schon schwarzen Humor, aber ich würde jetzt niemals so einen Track über eine Frau machen, die ich übelst verprügel oder so. Ich gehe auf sein Spotify und auf seinen ersten. Gemerkt hat, Digga. Ich gehe auf sein Spotify und auf seinem ersten angezeigten Track Traum vor Rap sein Kollege mit gebrochenem Herz.
Und ich hasse dich so sehr, fick die Fotze am Meer und mit der flachen Hand wird sich die Fotze geklärt. Ich glaube, er hat sie mit der flachen Hand gestreichelt, oder? Später dann im Song J-Stones Part. Es ist schön zu kuscheln mit einem Flittchen, das du hast, aber am geilsten ist es, eine Hure zu ficken, die man hasst. Interessant. Du feierst also Lines, welche Gedanken beschreiben, die ein Percy hatte. Parallel schilderst du im Battle Fick-Fantasien mit der Freundin von Dirty Sanchez. Und dann sagst du safe später wieder im Interview, Hank hat auch sowas gerappt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Natürlich kann ich rappen, wie die Schlampe mein Penis wie ein Lolli lutscht. Bruder, bist du Epstein? Oder warum zelebrierst du Misshandlung im Deckmantel von Hollywood? Für diese Scheiße boxe ich dir die Fresse ein. Wie kann man nur so hässlich sein? Du hast so viele abartige Lines über Frauen gekickt. Kirumas Vater hat deinen Track geliked. Battle doch mal Jindo, dann lässt du dich zerficken nicht mehr. Obwohl, nee, warte mal, du warst ja mal dicke mit der. Dicker, die Alte ist gruselig. Herr Kuchen hat ja nicht umsonst vor ein paar Wochen ihren ganzen Ruf gefickt. Ich hab mir zuerst gedacht, behalt es drin. Aber dann habe ich bei der Recherche Sachen gefunden, die so fucking schlecht gealtert sind. Unter einem Insta-Post von Jindo habe ich geschluckt. Da kommentiert dein Kollege Flashus Christus, Jindo, bitte schlag mich kaputt. Schwierig. Jindo war der weibliche Hollywood-Hank und sowas wie eure Erleuchtung. Aber jedes Mal, wenn ihr keinen Koks dabei hattet, habt ihr von ihr eine Rückhand kassiert. Plötzlich kriegt Schläge für Hip-Hop eine völlig neue Bedeutung. Jason rappt mit seinen Kollegen, wie geil es ist, eine Frau zu hassen und wie man mit der Faust diese Hure zerstört hat. Jindo hörte das, lachte und zückte die UNO-Reverse-Card. Digga, jedes Mal, wenn du die gesehen hast, verteilte sie dir Klatschen wie im Fight Club. Aber ich glaube, das ist Karma. Du wolltest dich doch mit Frauen messen. Ich dachte, das ist einfach. Also, was ich damit sagen will, Joel, raff dich, du Spast. Lebendig aus, dass du clean bist. Was soll solche Mucke? Lass diesen Quatsch. Rap weiter so eine Kacke, doch dann kommt Jindo und packt dich am Sack. Tritt mehrfach auf dich ein und es kracht und es knackt. Du windest es um Gnade, doch sie macht dich nur platt und spuckt auf deinen Kopf und sie lacht und sie lacht. Tja, dann wirst du fast ohnmächtig. Und du hörst sie noch sagen, genieß das. Es ist nicht geil, eine Hure zu ficken, die man hasst, sondern eine vorlotte Pussy so zu behandeln, wie sie es verdient hat. Und noch eine letzte Sache von meiner Seite. Verpiss dich bitte aus dem Kreis. Du bist die krasseste Bitch. Du willst also eine Hure ficken, die du hast? Dann feier dich nach Hause. Deine sexy Mama wartet schon auf dich. Was ist überhaupt los mit Doodle? Jason hieß ja einer der besten. Was ein Witz. Kiruma hat den 5-0 in den Arsch gefickt. Doodle ist am Arsch. Ohne Kara und Kiro wäre das hier nur noch ein Spielplatz. Aber warte mal, da gibt's ja noch einen. Ich bin hier außer Kara der Einzige, der jemals Kiruma besiegt hat. Also check mich aus. Ich stehe auf Beats, mein Mann. Hab für diese Liga nur Liebe, weil ich hier meinen Respekt verdienen kann. Also lasst ruhig eure J-Stones und anderen Konsorten irgendwas von Vergewaltigen und Ficken quatschen. Ich rip eure Top-Tiers. Zum Glück rief der Chief mich an. Zeit! Yeah! Mach doch mal Lärm für die dritte Runde! Yeah! Dritte und letzte Runde des Battles. J-Stone. In dieser Szene ist echt schon viel falsche Scheiße passiert. Ich habe gegen einen Rollstuhlfahrer verloren und man wollte sogar mal fälschlicherweise einen politisch rechten Ruf über Doodle nachlabern. Der beste Host in Deutschland wurde in Kommentaren totgehatet, umgeben von Leuten, die vorne normal mit ihm reden, doch hinterrücks zu ihm Hurensohn sagen. Aber das Allerbehindertste, der Typ hat Kiruma geschlagen. Digga, ist das lächerlich. So eine Entscheidung gehört verboten wie Daisy's Destruction. Holt euch doch beim nächsten Mal gleich Dieter Bohlen und Shirin David ins Judging. Jeder da hat sich die Scheiße angeguckt und hat gedacht, Scheiße, das kann doch nicht sein, der Kerl muss doch verlieren. Deswegen ist es, wie wenn deine Schwester dich wieder mal wichsen vom Schlüsselloch erwischt hat. Alle tun so, als wäre es nicht passiert. Ich hab mir das Battle reingezogen, klick irgendwo in eine Stelle mitten rein und lande bei einer Sequenz, wo der Schwanz, sich um seinen Gegner rauszubringen, so vor ihm rumbewegt, als wäre er gerade in einem Lapdancing-Tanz. Digga, das ist anders cringe. Ich sagte schon zu meinem Kollegen aus Witz, hey, stell dir vor, das wäre seine Art Balztanz und er findet Typen und keine Bitches toll. Eine Runde später wurde es mir klar, als der seinen Gegner einfach wirklich fragt, ob er ihm einen wichsen soll. Digga. Oder bei seinem Debüt-Battle-Step, der erstmal reinguckt, seinen Gegner an und sagt, ich versuche mal die Betonung nachzumachen, ich ficke das Luder. Und bevor jetzt wieder alle denken, sie wüssten, worauf ich hinaus will und rumheulen, nein, es wäre nicht schlimm, wärst du ein Schwuler. Nein, ich rede von deiner peinlichen Art. Und auch wenn er es öffentlich als von der Cancel Culture Geknechteter abstreiten würde, weißt du selber ganz genau, schwul zu sein ist dir unfassbar peinlich. Wahrscheinlich hast du deshalb danach sicherheitshalber deinen Gegner als Zitat Schwuchtel beleidigt.
Ja, und da brauchst du mich auch gar nicht so unschuldig anzugucken. Für die homophobe Scheiße zwingt dich mein Bruder Leon Vinyard, seinen schwulen Schwanz zu lutschen. Die verdammte Nutte choked in seinem Kiruma-Match fleißig und versucht es zu überspielen, indem er die letzte Line einfach nochmal wiederholt. Dicker, wenn du unsicher bist, dann brauchen wir das nicht zweimal, Vollidiot. Andere lassen Lärm machen oder nehmen einen Schluck aus der Flasche. Lassen Lärm machen oder nehmen einen Schluck aus der Flasche. Wie würdet ihr es finden, wenn ich den Scheiß wie die Dumpfbacke mache? Unfassbar Spaß, ey, wie konntest du mit der Scheiße was gewinnen? Ich kack drauf, was irgendwelche Theaterfreaks sagen. Oldschool Battle Rap Kenner wissen, Red Flag Music, wir sind die tightesten im Ring. Ich komme mit Insane Main und Vinyard, wir haben fast das halbe Label hier beim Battle. Und weil sie das Drecksgame so hassen, voll Studenten und Spasten haben, die keinen Bock auf euch als Gegner und hauen sich einfach selber auf die Fresse. Time! Yeah. Hast du Spaß bei diesem Battle? Yeah. Einmal bitte rankommen. Stopp. Ja, vielen Dank für dieses sehr freshe Battle. Ich fand, du bist sehr stark reingekommen. Ich fand deine erste Runde erstmal mega stark so und so gefühlt der Teaser für das, was noch kommt, hast du ja dann auch gesagt. In der zweiten Runde hast du mich da aber nicht ganz so abgeholt, muss ich sagen. Da hast du eine sehr starke Runde, viel Bezüge auf seine Musik-History, die JBB-Sachen und so. Das fand ich sehr cool und sehr witzig. Ich fand auch insgesamt dich etwas witziger als dich, aber ich fand deine ernsten Ansätze auch sehr geil, sehr cool umgesetzt. Viele coole Dinge angesprochen und in der dritten Runde, finde ich, entscheidet sich das so ein bisschen bei mir. Und die ist auch noch sehr vergleichbar, aber was ich tatsächlich so für mich empfunden habe, ist, du hattest ein bisschen Glück einfach. Du hast halt in deiner Runde gesagt, du bist der Einzige, der Kiruma geschlagen hat. Es hatte einen guten Impact und du hast es dann zum Thema in der nächsten Runde gemacht. Deswegen ist der erste Part nicht ganz so stark angekommen, wie er vielleicht sonst angekommen wäre. In der zweiten Hälfte sehe ich dich schon irgendwie fast schon wieder vorne. Mit einem Müh, muss ich sagen, gebe ich das an Morgana. Yes. Yeah. 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 Erstmal Props, mega, mega krasses Battle. Vielleicht sogar bis jetzt das krasseste des Abends. Ich habe mit der ersten Runde fand ich, du hast richtig viele Highlight nach Highlight, auch vielleicht dein Punchline-lastigste Runde. Und du hast halt so gesagt, dieses, ich bin nicht woke und ich bringe asoziale Bars, aber ich fand, in der Runde hast du halt mit am wenigsten von diesem Style eigentlich gemacht. Da habe ich so gedacht, okay, jetzt gleich kommen die asozialen Vergewaltigungsbars, sind dann leider nicht gekommen. Deshalb war für mich so, die erste Runde ist die klarste für mich. In der zweiten sehe ich dich ganz knapp vorne, weil ich finde, du hast zum ersten Mal für mich bewusst auf deinen Gegner richtig eingegangen, aber trotzdem deinen asozialen Style gehabt. So, deshalb steht es für mich 1-1. Und die dritte Runde ist Geschmackssache, kann man an beide geben. Ich gebe es knapp an ihn, aber wie gesagt, wenn ich es mir nochmal angucken kann, vielleicht sein, dass ich mich umentscheide. Es ist knapp, das ist scheiße, dass ich mich jetzt entscheiden muss von den ganzen Leuten, aber auf jeden Fall, ich gebe es ganz knapp, Furzenhaar an ihn, aber für beide. Danke dir. So, erste Runde, du bist sehr stark reingekommen, ich habe schon nicht so stark gesehen, glaube ich, in der ersten Runde. Du hast auch schwer danach zu kommen, nur noch ein bisschen, was Goni gesagt hat, man kennt diese asozialen Lines von dir, wenn man jetzt zum Beispiel das Battle gegen Kiru schaut, hast du, glaube ich, noch mehr auf die Kacke gehauen, das war, hat ein bisschen gefehlt, deswegen geht die erste an Morgana. Zweite fängst du ein bisschen an mit diesem Fan-Angle und eigentlich ist das perfekt für dich gewesen, weil deine zweite Runde hat das Finish perfekt ausgekondert mit dem JBB-Angle, deswegen geht auch die zweite Runde an dich. Und dann dritte Runde, ich finde, Morgana hat einfach den Punkt ein bisschen besser klar gemacht, ein bisschen mehr getroffen, deswegen erste an dich, zweite an dich, dritte an Morgana, deswegen ganz knapp an Morgana das Battle. Ja. Danke. Ja. Danke. Ja. Danke, danke. Jojo, auf jeden Fall zu Recht, Doodles Top Tiers, würde ich mal sagen. Ich habe mir ein paar Notizen zu dem Battle gemacht. Ich finde es insane, wie du einfach so auf Knopfdruck reinspringen kannst. Das ist, als hättest du so einen Festsaal-Kreuzberg-Lärm im Rücken. Das ist komplett crazy. Hat auf mich den Eindruck gemacht, als hätte er dich da in der ersten Runde zumindest noch sehr eingeschüchtert. Also in der ersten Runde von der Präsenz auf jeden Fall sehr, sehr stark bei dir. Ich habe in der ersten Runde noch aufgeschrieben, echt super generic. Und ich habe gehofft, das dreht sich noch. Und ich glaube, du hast das bewusst so in die erste Runde gemacht. Weil ab der zweiten hat sich das dann voll gedreht. Und du hast zum ersten Mal so richtig gegraben teilweise. Oder zumindest
Videos geguckt von deinem Gegner. Tatsache. Tatsache, Digga. Ich fick alle. Kannst dich geehrt fühlen, Eine Sache, die auch noch wild war, Alter, als du gesagt hast, er sieht aus wie eine Actionfigur, Digga, ich kann es nicht mehr, ich sehe es nicht. Aber er war auch gut mit dem NPC in Vice City, Digga. Ja, genau. Also da hat sich das dann ein bisschen ausgeglichen. Erste hätte ich alleine von der Präsenz an dich gegeben. Zweite hast du das gedreht, du hast mich leider ein bisschen verloren. Ich würde es dann an der dritten festmachen. Und ja, ich meinte zu dir auf jeden Fall, das kommt auf dich zurück, was du da gesagt hast. Bruder, wir können das kacken können, wie es da. Aber ja, ausgeglichen. Aber ich würde es ganz, ganz, ganz knapp an Morgana geben. Ja, Mann. Geiles Battle. Ich habe mir absolut gar keine Notizen gemacht. Erstmal, was soll die Scheiße? Egal. Erste Runde, ihr kamt beide so mit einer ähnlichen, aber auch verschiedenen Energie rein. Ich fand, du kamst direkt mit richtig Power. Ich habe ein paar Mal lachen müssen. Deine Lines, ne, die ja, kann man geil finden oder kann man nicht geil finden. Ich persönlich tue es nicht, deswegen hat er nicht so viel für mich gesessen, aber war halt trotzdem gut performt, war gut geschrieben so. Das kann man nicht anzweifeln, das ist halt einfach nur nicht mein Ding. Deswegen da für mich die erste Runde an Morgana. Zweite Runde von dir fand ich viel geiler. So, da hast du dich mit dem befasst, hast du einfach da habe ich laut gelacht. So, die fand ich super gut. Hast du auch super rübergebracht. Und Morgana hatte so einen sehr langen Build-up, der mir nicht stark genug einen Impact gegeben hat, aber dann in der zweiten Hälfte bist du halt so richtig reingehauen. Deswegen war das für mich so ein bisschen even. Deswegen gebe ich das da an die Energy und da hat mich Morgana einfach mehr überzeugt. Und in der dritten, da finde ich einfach, war krass, was du gemacht hast. So, ich habe da wirklich den bösesten Blick gehabt. So, ihr wollt beide sehr böse Lines bringen, bei ihm hatte ich da einfach den bösesten Blick und öfter und deswegen gebe ich das an Morgana. Aber auch doch knapp. Ja. Yes! Yes! Damit ist das Battle durch. Ein Ergebnis sieht oft sehr eindeutig aus, auch wenn es knapper sein kann, als es so ein 5-0 darstellt. An dieser Stelle richtig krasse Leistung, von daher macht Lärm für Red Flag, macht Lärm für Jay Stone! Yes! Aber Gewinner dieses Battles, und zwar mit einer richtig krassen Leistung, Morgana! Yes! Du und deine Lines, wir sind raus. Brrr.